Yeah! Herzlich willkommen zu Klangwelt Reaction! Patrick Piano und dem Sweeney Man! Heute wieder mal etwas ganz Spezielles, Topmäßiges, nämlich Dimash Kudaibergen noch einmal. Aufgrund von Anfragen auch der Zuschauer, weil ihr da auch richtig Lust drauf hattet und in dem Video, wie hieß es nochmal? Okay? Okay. Ne? Okay. Ganz, ganz tolles Video gewesen. Könnt ihr euch natürlich bei uns auf dem Kanal nochmal reinziehen. WZW bei mir in dem Fall auf dem Kanal. Ne? Im Moment, habt ihr schon gemerkt, machen wir ein bisschen Crosslink. Und deswegen haben wir uns Dimash nochmal heute sozusagen vorgenommen in einer Live-Performance mit einem ganz, ganz tollen Song, nämlich SOS. Dimash Digital Show. Okay. Er ist mega berühmt. Das sieht ja schon mal krass aus. Ja, das ist ja schon mal gleich ein klasse, auch gleich erstmal wieder Einstieg. So. Ja, schön. Wunderschön. Nimmt einen auch wieder sofort mit. Man weiß gleich, okay, es geht jetzt hier musikalisch in eine tiefe Ebene. Der Titel selbst wird wahrscheinlich auch schon Bände sprechen, ne? SOS. Programm. Auch schön, sehr stilvoll hier, ne? Mit dem roten Sakko, dazu die Brosche, das blaue Hemd dazu. Sehr, sehr stilvoll, aber das haben wir ja eh schon gesehen. Der junge Mann weiß ganz genau, was er macht. Das Bühnenbild wieder. Schnell mal von unten nach oben gegangen, so. Einfach mal so 3 bis 4 Oktaven locker. Ja. So, locker hier so im Bassbereich, hast du das mittlere C, dann zack, das erste, locker am zweiten. 4 Oktaven. Ich würde sagen, das war jetzt mal ein lockerer 4-Oktaven-Sprung von in einem ganz sauberen Fluss. Ja. Unglaublich. Krass. Das sieht ja auch sehr krass aus. Tut mir einen Gefallen, so ein Sekündchen könntest du noch dann länger laufen lassen. Ihr merkt, und es fällt uns natürlich auch manchmal schwer, nicht einfach reinzusprechen. Und klar, sowas ist natürlich auch manchmal respektlos in einer Sendung, die direkt und ohne Schnitt aufgezeichnet wird, passiert es manchmal. Wir geben uns natürlich große Mühe, gerade hier die Momente abzupassen. Auch jetzt schöner Stopp gerade. Manchmal hilft uns ja der Zufall, ne? Kennt das schon aus anderen Videos. Das ist einfach mal das Bodenbild. Ne? Ich denke mal, ganz viel mit Lasershow gearbeitet. Aber so beeindruckend wie seine Stimme ist das Bühnenbild nicht, obwohl es auch wieder ein ganz tolles Bühnenbild ist. Definitiv jetzt schon alleine nur, ich sage jetzt mal, auf die 2 Präsentationen, die er hier ganz am Anfang gegeben hat, definitiv das männliche Pendant zu Diana Ankudinova. Ne, also auch unglaublich, diese Oktavensprünge so tief zu sein und dann so hoch zu gehen. Also, ihr merkt, ich blamier mich jetzt natürlich ein bisschen für euch, ne, just for fun. Aber wow, ich bin unglaublich beeindruckt. Okay, Opernbereich. Ja. Das war jetzt gleich nochmal so Opernbereich. Auch wie weit er das Mikrofon gleich erstmal weggehalten hat. Ja. Würde wahrscheinlich komplett erstmal alles übersteuern. Also was für eine starke Stimme. Ja, es stimmt, wie uns geschrieben wurde. Das Video okay zeigt schauspielerisch natürlich viel mehr von ihm, aber gesanglich. Uns wurde geschrieben, gerade mal 1% von seinem Können. Ich weiß nicht, vielleicht waren es doch 2, 3 schon. Aber im Gegensatz jetzt hier zur SOS, wow. Da packt er auf jeden Fall wesentlich mehr aus. Ja. Voll. Ey,
auch dieses Bühnenbild, also es ist echt schon sehr krass. Ne? Gut, kurze Frage. Es ist mir gerade nicht aufgefallen, weil ich jetzt nur so auf die Stimme geachtet habe und eh gerade so völlig geflasht bin. Hat er nicht vorher, hat er jetzt die Sprache gewechselt? Oder hat er schon vorher auf Französisch jetzt gesungen? Das hatte ich mich auch gerade gefragt. Das war jetzt, das letzte war auf jeden Fall Französisch. Das, Gut, schauen wir mal. Vielleicht bedient er jetzt auch mehrere Sprachengesang nicht in dem Song. Ich weiß es nicht, wir kennen ja den Song nicht. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das Französisch war. Muss ich sagen, es klang so ähnlich, aber ich... Vielleicht war es auch nur ein Satz oder so. Ja. Ich werd mir das bestimmt jetzt auch noch öfter mal anschauen in den nächsten Tagen und da auch mal mehr drauf achten. Toll jetzt auch hier diese Szene, super Stopp gerade. Ja. Ne, die Blitze sehen so aus, als wären sie auch vor ihm, als würde er wirklich in den Blitzen stehen. Also sowas auf einem Bühnenbild auch live hinzukriegen, ganz, ganz toll, Respekt. Und auch einen ganz großen Respekt und ganz toll an die Bühnenbilder hier, die wir sehen. Und überhaupt an die ganze Technik auch, die dahinter steckt. Also Grüße gehen raus natürlich auch wieder an alle Bühnenmitarbeiter und an alle Techniker, die da mitarbeiten. Die sowas möglich machen. Ganz genau. Und einfach der absolute Wahnsinn. Und natürlich ganz, ganz großer Fokus und Respekt natürlich auf Dimash. Toll. Was ich auch immer sehr spannend finde, sozusagen, wenn man ein Musiker ist, ist man voll so enthusiastisch und so drin, dass man halt oftmals halt noch mit der Hand mitgeht oder irgendwie sozusagen voller Enthusiasmus sein Ding performt. So, mhm. Das hatte ich jetzt gerade gesehen, wie er da so mit der Hand so, das fand ich hier voll spannend. Ja, ne, das ist, obwohl er sich körperlich sogar sehr vage hält. Ne? Seine Bewegungen haben dann doch eher auch was mit dem Gesang zu tun. Die Art, wie er das Mikrofon dann so als Abgang noch wegnimmt und so. Und also sein ganz persönlicher eigentlicher Stil. Kurze Frage. Ich weiß selber, dass ein Musik, auch gerade wenn man die selbst gemacht hat, man verbindet auch immer was mit der Musik. Und er hat jetzt ja nun den Titel SOS geschrieben und singt diesen hier. Wahrscheinlich wird es natürlich jetzt Schweiß sein, aber auch in der Szene, es sieht aus, als würde ihm hier so eine kleine Träne runterlaufen. Ne? Jeder, der selber intensiv Musik macht, weiß, wie einen das emotional mitnehmen kann, dass man auch selbst zu Tränen gerührt sein kann. Also beim Hören sowieso, beim Machen aber auch. Und er, das haben wir auch bei Okay in dem Video gesehen, er ist da so drin. Er lebt es auch wirklich. Er ist es wirklich. Er ist echt. Er ist real, wie man so schön sagt. So. Ja. Also da völlig... Da gibt es keine Zweifel. Da, ne? Sehen wir, hören wir, merken wir. Könnte ich mir vorstellen, dass er sogar gerade in der Emotion so drin ist, dass ihm kurz eine Träne sozusagen vor Überwältigung in dieser Performance runterläuft. Ja. Auch voll krass. Erst diese Michael-Szene, zack, dann aber auch mit dieser Opernstimme. Das war doch locker Sopran gerade. Ich fand es viel krasser sozusagen. Und dann der Szenenwechsel mit den Engelsflügeln. Ich fand es viel krasser sozusagen, wie die ganze nice. Zeit so erst war auch so die Hölle sozusagen, so wurde das Bühnenbild so dunkel geswitcht, so rötlich so. Und jetzt Perl zur Steigerung, ey, da erstmal die Engelsflügel. Ja, so, bam, er macht alles weg und ab nach oben, so. Voll krass. Toll, richtig, richtig klasse. Krasse Animation. Ja.
Ja, auch wie es im Raum steht, ist so krass. Die Aufteilung fand ich gerade farblich interessant. Links grün, da war ja Band. Dann der Hintergrund rot und auf der rechten Seite bläulich. Genau. Ich sag, jetzt mal kurz schauen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass natürlich dieses Bühnenbild eine Bedeutung hat. Also wer auch immer das hier designt und kreiert hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er da bestimmt auch selbst viel mitgeredet hat. Dass er genau gesagt hat, er möchte das so und so und so. Künstler haben da immer eine ganz genaue Vorstellung. Ne? Also bei Diana Ankudinova gehe ich mal auch davon aus, dass sie da so ist, dass sie sagt, nee, ich brauche jetzt dieses Licht und bar. Und an dem Moment muss es dann, zack, sich das Bühnenbild verändern und so. Also wir haben ja auch schon oft auf der Bühne gestanden. Wir hatten auch tolle Techniker bei uns und auch tolle Technikerinnen. So. Also auch viele, viele Mädels arbeiten natürlich hinter der Bühne. Und dieser Support, der ist dann schon echt eine große Klasse. Aber den Stil, den durften wir natürlich noch nicht erleben. Ne? Also das ist schon eine ganz Whole andere Größe. Level. Und ich bin mir da absolut sicher, dass da natürlich mit Fantasie, mit Geist und auch mit sehr viel Kreativität rangegangen wird. Und deswegen werden auch die Farben eine Bedeutung haben. Ne, du hast es so schön mit den Flügeln gerade auch so gesagt, ne? Gerade so dieser Effekt, auch mit musikalisch, Klang und Bild so perfekt einzufangen. Ja, er toppt ein Ding nach dem anderen auf. Ja, ne. Ich bin echt gerade ein bisschen sprachlos, Leute. Es ist ja unglaublich und ja, definitiv absolute Weltklasse. Schon sehr einmalig. Schon sehr, sehr einmalig. Wow. Ziemlich krass. Einfach episch. Absolut episch. Ich bin wahnsinnig beeindruckt. An all die Zuschauer, die ihn jetzt auch noch nicht kannten, vielleicht auch okay, vielleicht noch nicht gesehen hatten. Ich gehe mal davon aus, ihr werdet genauso geflasht sein wie wir beide gerade. Ihr merkt, ich bin ein bisschen sprachlos. Würde ich mir super gerne mal live angucken. Ich denke mal, ganz, ganz schwer auch eine Karte zu kriegen. Weiß gar nicht, ob er hier in Deutschland überhaupt mal aufgetreten ist. Im europäischen Raum unterwegs ist, ja. Naja doch, er kommt ja auch aus Kasachstan, ne, hatten wir festgestellt. Okay. Es gibt ja einfach so viel, worüber ich noch reden würde. Am liebsten würde ich das Video gleich nochmal anmachen und nochmal mit einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachten. Werde ich mir auch heute Abend nochmal anschmeißen, das schöne Stück. Was mir noch aufgefallen ist, das wollte ich am Ende noch sagen, sie hatten zwei Schlagzeuge. Das hat man später dann gesehen, auf der blauen Seite war sozusagen die andere Hälfte der Band. Da war sozusagen dann nochmal irgendwie ein zweites Schlagzeug und Keyboard oder E-Piano. Ja, die Aufteilung war auf jeden Fall interessant. Rechts und links war die Band und in der Mitte war er. Genau, und auch soundmäßig, gerade live, wir haben es ja gerade gehört. Das ist eine Live-Aufnahme gewesen, ein Live-Auftritt. Klar, dann natürlich über die Mischpulte abgemischt und vielleicht nochmal schön gemacht kurz im Studio. Aber dieses Klangbild so live hinzukriegen, absolut fetter Respekt, absolut Riesennummer. Ich bin definitiv ganz großer Fan, bis vor kurzem kannte ich Dimash noch gar nicht. Schande auf mich, wie kann sowas an einem vorbeigehen? Kanntest du Dimash vorher? Nee. Auch nicht, ne? Also wieder mal vielen lieben Dank an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen. Durch eine Empfehlung von Diana als erstes kennengelernt, Diana an Ankudinova, ne?
Und da wurde uns dann Dimash empfohlen als das männliche Pendant. Und super. Ich muss ehrlich sagen, ja, ihr habt nicht zu viel versprochen. Definitiv. Ja. Super. Danke, dass wir da zu so eine tolle Sendung machen durften. Wenn ihr natürlich noch mehr davon wollt oder wenn ihr uns einen Kaffee spenden wollt oder wenn ihr Lust auf Swiniment Beats habt oder wenn ihr Lust habt, dass ich euch was am Piano spiele, weil ihr ein Sample braucht oder einfach auch eine Komposition etc. anschreiben, einfach mit uns in Kontakt treten. Ansonsten natürlich auch unseren Affiliate-Link auschecken, ne? Wenn ihr einen Server braucht und solche Sachen, da haben wir unten auch ganz tolle Angebote für euch. Und in dem Sinne... Danke für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war's von uns. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.